Hey Leute, in meinem heutigen Video stelle ich euch ein paar Geschenkideen vor, die ihr Männern oder Frauen oder auch Oma oder Schwester schenken könnt. Also ich glaube, da ist wirklich für jeden was dabei. Und bleibt auch gerne bis zum Ende dran, weil ich möchte euch auch noch so ein bisschen zeigen, dass es nicht immer nur auf die materiellen Dinge ankommt, sondern andere Sachen, gerade an Weihnachten, auch immer sehr wichtig sind. Und dazu passend gibt es auch von der Telekom einen Adventskalender. Den kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Der läuft nämlich auch unter dem Motto, das Leben schenkt uns mehr, wenn wir teilen. Also schaut gerne bei dem magischen Adventskalender mal vorbei. Das ist wirklich eine total süße Aktion und auch das Video dazu. Das ist mega niedlich. Also ja, aber genug darüber geredet. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Geschenkideen an. Eine Sache, die man sowohl Männern als auch Frauen meiner Meinung nach schenken kann, ist diese Uhr hier von Kerbholz. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt, ich kann die euch auch mal in die Infobox packen. Die haben nämlich Uhren aus Holz und ich finde das so wunderschön. Ich meine, ich habe mir jetzt noch eine in Roségold bestellt und in klein, aber es gibt auch noch andere Modelle. Und ich glaube, als Frau findet man sowas total schön, aber auch als Mann hat halt irgendwie dieses holzmäßige irgendwas, das ist das irgendwie auch sehr männlich und cool macht. Und die sind sehr hochwertig, sind preislich natürlich jetzt nicht mega günstig, aber ich glaube vergleichbar mit allen anderen Instagram-Uhren, die ihr so kennt. Und deswegen finde ich die wirklich wunderschön und eine ganz, ganz tolle Geschenkidee. Und da ja mittlerweile jeder, wahrscheinlich sogar auch eure Oma mittlerweile schon ein Smartphone besitzt, habe ich da auch ein paar coole Geschenkideen. Und zwar könnt ihr zum Beispiel einmal so einen Smartphone-USB-Stick verschenken. Die gibt es auch bei Amazon und das ist wirklich eine richtig coole Sache, weil ihr kennt es vielleicht, dass ihr einfach keinen Speicherplatz auf dem Handy habt. Aber damit habt ihr wieder Speicherplatz und ich zeige euch einfach mal, wie das quasi aussieht oder funktioniert. Ihr habt nämlich hier auf der einen Seite den ganz normalen, regulären USB-Stick und wenn ihr das dann wieder hier so anders dreht, habt ihr hier zum Beispiel dann für euer iPhone den Zugang und könnt es einfach dann da dran schließen. Das ist wirklich eine coole Sache, gibt es natürlich auch für Android-Geräte und ein bisschen Speicherplatz ist, glaube ich, ein ganz cooles Geschenk. Genauso wie der Lazy Arm. Den gibt es, glaube ich, sogar auch mittlerweile bei Primark. Und das ist wirklich mega cool, dieses Teil. Das kann man an seinem Bett zum Beispiel klemmen. Und dann kann man einfach YouTube-Videos im Bett schauen. Ich meine, wie cool ist das denn? Ich bin aber auch immer ein sehr großer Fan von Geschenkeboxen. Und ich habe zum Beispiel mal hier eine zusammengestellt, die man ganz gut seiner Mutter schenken könnte. Aber je nachdem, was ihr da halt auch reinpackt, könnt ihr das dann auch anderen Leuten schenken. Also ich habe hier wirklich die verschiedensten Sachen drin. Alle so ein bisschen rund um das Thema Kochen. Denn meine Mom kocht total gerne und liebt es auch, neue Sachen auszuprobieren. Deswegen habe ich zum Beispiel einmal hier ein Kochbuch, das hier ist jetzt Eat Smart von Naomi Smart. Wenn ihr das Video mit meinen Eltern dazu gesehen habt, wisst ihr, dass meine Mom das vielleicht eigentlich nicht so toll findet. Aber wie gesagt, man kann ja auch andere Kochbücher bestellen, je nachdem, was eure Eltern oder eure Freunde gerne essen. Und dann eine Sache, die so cool ist, weil ich lag eines Abends mal so im Bett und konnte nicht schlafen. Und dann dachte ich, Kaffee in Teebeuteln. Das ist eine coole Startup-Idee. Und dann habe ich gegoogelt und herausgefunden, dass es das schon gibt. Und wirklich, das riecht einfach so lecker, dieser Kaffee. Und der ist halt, Moment, ich zeige euch das mal, nicht normaler Kaffee, sondern das ist wirklich wie in so Teebeuteln. Und man kann den dann halt ganz einfach mit heißem Wasser aufgießen und hat Kaffee. Und das fand ich eine total coole Idee und wirklich, der riecht so aromatisch. Ich packe den euch auch gerne mal in die Infobox. Der ist nämlich auch gar nicht so teuer. Und für alle, die gerne Kaffee lieben, ist das, glaube ich, mal ein ganz cooles Geschenk. Ansonsten habe ich hier in der Box auch noch so Gewürze von Just Spices. Die habe ich mal zugesendet bekommen. Aber ich muss sagen, ich finde die richtig toll. Also die sind sehr lecker. Das macht Spaß, die irgendwie zu benutzen. Und ich finde, die sehen halt auch von der Verpackung echt süß aus. Und dann habe ich hier noch so Milk-Minis drin. Die habe ich eigentlich nur reingepackt, weil die so niedlich aussehen. Ich meine, das sind Frozen Milk Minis. Also, ja. Aber wie gesagt, so Geschenkeboxen finde ich immer eine tolle Sache. Und für die beste Freundin finde ich es nämlich auch immer ganz cool, wenn man da so eine Geschenkebox zusammenstellt. Die Boxen habe ich übrigens bei Teddy geholt. Die sind da echt sehr, sehr günstig. Und da habe ich zum Beispiel auch hier so eine
Dory Schokokugel reingepackt. Das kann man an den Tannenbaum hängen und dann auch essen. Und einfach ganz viele Beauty-Produkte, wie so einen weihnachtlichen Nagellack von Essie oder ein kleines Parfüm oder dann noch eine Handcreme. Also einfach so ein paar Sachen. Und was ich auch dann da noch reinpacken würde, wäre ein Gutschein. Da könnt ihr euch wirklich überlegen, was ihr da eurer besten Freundin schenkt. Denn ich finde, gerade zum Beispiel meine beste Freundin und ich, wir sehen uns ja super selten. Also ich glaube, dieses Jahr haben wir uns vielleicht 4-mal gesehen. Da ist auch Zeit oder Zeit, die man miteinander verbringt, ein wunderschönes Geschenk. Kommen wir dann jetzt aber auch nochmal zu dem, was ich euch so ein bisschen mit auf den Weg geben will, was ihr aber wahrscheinlich eh schon wisst, dass es an Weihnachten nicht nur um Geschenke geht, sondern für mich sind Geschenke eher so eine Art kleine Aufmerksamkeit oder eine Art Dankeschön. Und man kann, das sollte man glaube ich auch nicht vergessen, den Leuten immer mal Danke sagen oder immer mal eine kleine Aufmerksamkeit geben. Das muss nicht nur an Weihnachten sein und da finde ich eher auch diese Message von dem magischen Adventskalender total schön, dass einem das Leben mehr schenkt, wenn man teilt. Also wenn ihr zum Beispiel eure Freude mit anderen teilt, deswegen finde ich auch diese Gutscheinidee immer richtig toll oder auch wenn man gemeinsam Zeit verbringt. Also für mich ist das wirklich mittlerweile das Schönste, wenn ich mit meinen Eltern Zeit verbringen kann. Und ich werde jetzt auch nochmal versuchen, meine Mama anzurufen und ihr einfach mal Danke sagen dafür, dass sie so eine tolle Mama ist. Weil wann habt ihr das letzte Mal eurer Mama Danke gesagt? Guten Morgen. Hallo, du hast angerufen? Ja, ich wollte nur mal hören, ob das gut geht und alles im grünen Bereich ist. Ich wollte auch mal nochmal so Danke sagen, dass ihr mich immer so unterstützt und so viele Sachen für mich macht. Und dann könnten wir nämlich dann vielleicht nochmal irgendwo zusammen hinreisen und irgendwas Cooles unternehmen. Also zum Beispiel, ich weiß ja nicht, ob du da Lust hättest, aber du warst ja noch nie in Berlin. Und ich bin da ja immer. Und was machen wir mit dem Papa? Wir sind ja jetzt erwachsen und dass wir jetzt so wild auf Geschenke sind, sind wir ja nicht mehr oder so. So, jetzt habe ich noch sehr lange mit meinen Eltern telefoniert, aber meine Mama hat sich total gefreut. Und ich freue mich auch so sehr, mit ihr dann mal nach Berlin zu reisen, weil ihr wisst ja, ich bin andauernd in Berlin und meine Mama war tatsächlich noch nie in Berlin. Und das passt auch schon wieder tatsächlich hier zu dem magischen Adventskalender, wo es darum geht, ja, dass uns das Leben mehr schenkt, wenn wir teilen. Und tatsächlich möchte ich echt nichts mehr, als meiner Mom auch mal zu zeigen, wie schön Berlin ist und warum ich es so toll finde. Ja, und ich glaube, das ist eine coole Sache, die man immer im Hinterkopf behalten sollte. Auch Momente zu schenken und ja, das zu teilen, einfach gemeinsam Zeit zu verbringen, ist für mich echt wirklich mit das schönste Geschenk. Trotzdem sind kleine Aufmerksamkeiten, die ich euch ja auch gezeigt habe, auch eine ziemlich coole Sache, würde ich sagen. Und ja, ich packe euch einfach nochmal den Link dann zum Adventskalender in die Infobox. Und ansonsten habt noch einen wunderschönen weihnachtlichen Tag. Sagt mal eurer Mama Danke, wenn ihr das schon länger nicht mehr gemacht habt. Und bis dann. Ciao, ciao.